Hi, ich bin Alex Wahi, Fernsehkoch und Gastro-Experte von GastroHero. Heute bin ich hier in einem Kühlhaus. Keine Angst, ich wurde nicht eingesperrt, sondern es geht heute um die richtige Lagerung der Lebensmittel. So, wir Gastronomen, wir kaufen jeden Tag Unmengen an Lebensmitteln ein und deswegen müssen wir sensibel und kostensparend genau damit umgehen. Ich habe was vorbereitet, eine kleine Kiste, ich war für euch einkaufen und genau jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir die Sachen entsprechend sortieren. Bevor ihr jetzt einfach blind losrennt und irgendwelche Lebensmittel einkauft, besorgt ihr euch bitte eure Kassenauswertung. In dieser Kassenauswertung steht nämlich ganz genau drin, welche Lebensmittel ihr braucht. Zum Beispiel eure Speisekarte könnt ihr anhand dieser Kassenauswertung wunderbar optimieren. Wie das funktioniert, habe ich euch schon mal in einer anderen Episode gezeigt. Den Link dazu findet ihr im Beschreibungstext. Anhand dieses Einkaufes möchte ich euch einmal demonstrieren bzw. erklären, was das FIFO-System bedeutet. Heißt nämlich nichts anderes als First In, First Out. Alte Sachen werden nämlich automatisch nach vorne geschoben und die neuen Sachen bleiben schön hinten. Stellt euch vor, das sind eure Lagerräume. Stellt euch vor, das ist eure Produkte, die ihr eingekauft habt. Was macht ihr mit dem neuen Zucker? Sondern nein, der wird nicht nach vorne geschoben, sodass das alte nach hinten rutscht. Sondern nein, was machen wir immer schönartig? Die neuen Sachen werden nach hinten gestellt, sodass die alten nach vorne geschoben werden. Das heißt, es kann auch nichts schief laufen. Nicht vergessen, first in, first out. So, in der Zwischenzeit, wo ich auspacke, gibt es noch einen kleinen Tipp am Rande. Und zwar sprecht doch einfach mal mit eurem Lieferanten. Anstatt einmal die Woche zu bestellen, verteilt das lieber auf mehrmals die Woche, sprich zwei, drei oder viermal. Nämlich ihr spart euch die Lagerkosten, ihr spart euch die Stromkosten und letztendlich habt ihr viel mehr Platz für andere Dinge. Ich hoffe, unsere Tipps haben euch gefallen. Wenn ja, fleißig kommentieren, liken und teilen. Falls ihr in Zukunft Fragen und Ideen haben solltet, bitte kommentieren. Und ich würde sagen, ich freue mich, euch bald wiederzusehen.